Hi, hi, da bin ich wieder. Ich habe hier mal einen großen, ja, Karton, den ich noch nicht geöffnet habe und noch nicht die Sachen rausgeholt habe, weil das ist hier eine Mystery Box in dem Sinne und zwar vom Michael aus Magdeburg. Danke schon mal. Wir tauschen uns hin und wieder mal Boxen aus, dadurch, dass wir unterschiedliche, aber auch gleiche Mystery-Boxen monatlich bekommen und immer wieder mal Inhalte drin sind, wo uns nicht so gut gefallen. Bei Michael eher Star Wars-Sachen. Also ich stelle mich schon darauf ein, dass hier wahrscheinlich sehr viele Star Wars-Artikel drin sind. Aber ich lasse mich überraschen. Haben wir uns doch überlegt, komm, machen wir das alle paar Monate mal, dass wir uns mal so eine eigene Mystery-Box machen. Deswegen sage ich Mystery-Box. Also ich weiß, dass hier nerdige Sachen drin sind, gehe ich mal davon aus. Keine Gartenartikel oder so. Aber ich weiß nicht, was drin ist. Das, ja, deswegen auch Mystery Box. Ich bin echt mal gespannt. Der Michael, der baut auch im Moment ganz schön viele Modelle aus Lego, habe ich gesehen. Ich würde auch gerne wieder Lego bauen, aber die Zeit fehlt mir ein bisschen, weil ich auch viel für Warhammer jetzt mache, 40k. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal bei ihm reinschauen. Da seht ihr dann auch meine Boxen, die ich für ihn zusammenstelle. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal reinschauen und auch meine Box entdecken auf seiner Seite. So, dann würde ich sagen, wir fangen dann auch gleich mal an. Mal gucken, ob das Ganze hält. Wir wollen uns ja überraschen lassen. So, ich sehe schon Verpackungsmaterial. So, wo fange ich an? Okay, fangen wir mal mit den ersten Artikeln an. Die Box ist ganz schön voll. Hat auch schon so ein bisschen Gewicht, muss ich sagen. Oh ja, wir fangen mit Warhammer-Sachen an. Mega! Ich habe mir schon gedacht, du kannst mit Warhammer-Sachen nichts anfangen. Hoffentlich landet das in meiner Box. Mega cool. Wir haben hier Warhammer Age of Sigmar. Und zwar das Chaos. Es gibt ja mehrere Orden. Kampagnen, Karten, Booster. Mega cool. Ich habe die Orks und die Space Marines. Und jetzt habe ich noch das Chaos. Sind zwar auch Space Marines, aber es gibt ja auch Dämonen und so. Jetzt habe ich die Chaos-Karten. Sehr gut. Habe ich schon drei von mehreren natürlich, ganz klar. Auf jeden Fall zusammen. Und wir haben, ja, wir haben noch eine. Mega cool. Noch eine Kampagne. Noch mehr Karten. Da unten seht ihr übrigens, wie viele es auch gibt. Ist halt aus dem Tabletop-Spiel Warhammer 40k, aber hier Age of Sigmar. Hier ist natürlich mehrere Sachen. Mega cool. Das war auch mal in so einer, weiß nicht, in einer Box auf jeden Fall. Da habe ich mich schon mega drauf gefreut. Als ich Michaels Video gesehen habe, sein Gesicht schon gesehen habe, wusste ich, okay, das ist jetzt nichts für ihn. Aber umso besser für mich. So, jetzt schauen wir mal weiter. Ich muss vorsichtig hier was rausnehmen. Und da fängt er schon mit Star Wars an. So, aber nicht schlimm. Ich mag Star Wars. Wir haben hier so Pins. Nee, nicht Pins. Das sind die, die man sich in die Kleider. Doch, das sind Pins. Okay. Vielleicht muss ich mir auch mal langsam eine Pinnwand zulegen, so wie du das gemacht hast. Weil ich mittlerweile auch viele Turtles-Pins habe. Und die will man ja natürlich schön präsentieren. So, die will ich euch aber jetzt auch zeigen. Wir haben auch Darth Vader gleich gleich am Anfang hier. Mega cool. Finde ich nicht schlecht. Die ganzen Pins. Wir haben auch R2-D2 und so und auch Boba Fett. An sich, also von den Motiven mega cool. Ich weiß nur noch nicht, ob ich mir so eine Pinnwand mache. Eigentlich wollte ich sie so an der Jeansjacke dran haben, aber ich habe im Moment keine Jeansjacke. Mal gucken. So, wir haben hier eine Dose. Timeline. Bis zu 8 Spielern. Ach, das ist dieses Kartenspiel, gell? Okay. Also, der eine oder andere kennt es vielleicht schon. Ich bin jetzt nicht so der große Brett- und Kartenspieler. Ich muss mir das immer erst noch durchlesen und erklären lassen, während andere schon ewig lang spielen können. Aber das kann man wohl. Das kleine Spiel kann man zu 8 spielen. Mega cool irgendwie, oder? Für unterwegs, warum nicht? Gerade mit Kindern und so ist in einer schönen Blechbox. Und die Karten sind, schaut mal, ganz klein und putzig. Ja, lustig. Da sind auch Dinosaurier drauf und Achtung, die Türme. Okay. Entstehung der Dinosaurier. Ja, bin ich mal gespannt. Also interessant sieht es aus und es ist klein und putzig.
Wenn wir mal schauen, wann wir das nutzen können. Hoffentlich bald in einem Urlaub. Aber wer weiß, wer weiß. Putze ich in so einer kleinen Dose. Ich habe erst an Bonbons gedacht, aber sehr putzig. So, jetzt haben wir hier was. Wir haben eine Karte. Und zwar die 3S. Der Fluch der Feststelltasse. Ich kenne die drei Fragezeichen. Die 3S, vielleicht ist das eher als Gag oder so. Sagt mir jetzt nichts, aber vom Motiv her und so sieht es aus wie die drei Fragezeichen. Ja, noch mehr Postkarten. Ich wollte sie schon wirklich die ganze Zeit verschicken, aber ich bin nicht dazu gekommen. Wir haben hier einen Superman-Anhänger von DC. Superman und Batman gehen immer. Superman. Dann haben wir hier einen Sticker von MyGodzilla. Mit einem kleinen Häuschen, das er, ich weiß nicht, gerade kaputt dreht, auf ist. Stickers gehen auch immer. Die zwei Fragezeichen. Hier, das sind ja auch die zwei Fragezeichen. Die drei Ausrufezeichen. Und es gibt, glaube ich, auch. Weiß ich nicht, aber ich weiß, das ist so eine Bücherreihe, glaube ich, detektivmäßig und so. Aber das ist ein Sticker. Für Stickers habe ich komischerweise immer einen Platz. Nur die Postkarten habe ich noch nicht verwendet. So, muss vorsichtig sein. Ich glaube, ich habe hier Verpackungsmaterial. Sehr schön und ordentlich verpackt. Hier haben wir was. Ein kleines Plüschi und zwar von Star Wars. Wie heißt denn der Kleine? Ach, nicht, der kleine Lord hier. Auf jeden Fall ein Bösewicht. Und den kann man sich hier ans Auto zum Beispiel oder irgendwo dranhängen. Mal schauen, wo er seinen Platz findet. Ich meine, ich habe BB-8 auch in der Größe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube. Die sind halt so aus Stoff, sind aber. Also als Schlüsselanhänger wäre das viel zu groß. Wenn ich da so. Wäre putzig gewesen. Ich wäre auch ein bestimmten Blickfang. So ein riesen Schlüsselanhänger, aber ein bisschen too much. So, wir haben hier noch eine kleine Box. Star Wars! das sind diese kleinen, die gibt es auch in Russland. Wie heißen denn diese kleinen, wie heißen die denn? Das sind ganz viele kleine und dann werden die immer größer. Steht es vielleicht hier irgendwo? Ne, hier steht nur Star Wars. Irgendwas Japanisches. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, das sind die hier. Ich bin nicht sicher. Schauen wir mal. Ja, guckt, das ist Chewbacca. Dann geht's weiter mit, hui. Ach, ich sag immer Prinzessin Leia, aber es ist nicht Prinzessin Leia. Das ist die, Lee. Wow, jetzt geht's noch weiter. Und, Petruschka, oder wie heißen die? Ich weiß es nicht. Und wem haben wir hier? Und den Kleinen. Das Ganze sieht aus wie kleine Pinguine. Aber auf jeden Fall, genau, gehen die nach der Größe immer höher und immer höher und immer größer. Chewbacca passt ja. Und dann, lustig. Man kann sich die aufstellen, klar. Ups. Das ist so, jetzt ist richtig. Der Kleine ist am putzigsten. Hier. Aber wer ist denn das? Ich bin mir nicht sicher, aber wir hätten. Oh, R2D2 wäre auch dabei gewesen. Natürlich auch die böse Macht. Oh, Java. Ja, da gibt es schon einige. Von Star Wars. Ach, da hinten geht es sogar noch weiter. Sturmtruppler gab es auch mehrere. Und sogar die kleinen Jawa. Richtig putzig. Aber wie heißen die kleinen nochmal? Ich weiß jetzt deren Namen nicht. Sind auf jeden Fall auch putzig, klar. Die sind ja klein, süß. So, wir haben hier noch. Fühlt sich ein bisschen an wie Bausteine. Wir haben. Ach, ja. Die habe ich bei dir auch gesehen. Das sind. Ja, man könnte die auch hier aufstellen. Also Bausteine bin ich ja gar nicht so verkehrt. Das sind kleine Plastikboxen und da gibt es Figürchen. Und wir haben hier eine Mickey Maus, die man. Also ich glaube, das sind keine Radiergummi, aber die kann man zusammenstecken. Die fühlen sich an wie, wie Radiergummi, aber soweit ich weiß, sind es keine. Und wir haben hier ganz, ganz viele von Disney Mickey Maus Haus. Bluto, oh, die kleinen Eichhörnchen sind so putzig. Da gibt es ganz, ganz viele, aber die gibt es auch von Star Wars, die gibt es auch zu Marvel, weil ich habe auch ein paar von Marvel gehabt. Also die steckt man dann so zusammen. Ich kann es euch ja gleich mal zeigen. Das können wir gerade mal machen. So,
Schaut mal. Ups, die Nase habe ich auch hier. Die dürfen wir nicht verlieren. So, wir haben den großen. Also ist auch vom Gewicht ganz schön schwer. Komplett aus Gummi. Den Kopf. Dann haben wir hier den ganz kleinen Körper, den wir hier so dran stecken. Aus Gummi. Und dann die Füßchen. Und so sieht es dann aus. Ob der auch steht? Warte mal. Und der steht sogar. Das ist Mickey Maus. Und da haben wir noch ein paar. Oh, ich glaube, wir haben Pluto. Ah, wir haben dieses kleine, eins von den drei kleinen Erdmännchen, Eichhörnchen. Die sind putzig. So, die holen wir jetzt mal raus. Auch hier ein paar kleine Einzelteile. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. So, schon mal der Kopf. Und jetzt müssen wir mal schauen. Das ist wohl die Nase. So, da haben wir jetzt nämlich die Nase drinnen. Dann haben wir hier das kleine Schwänzchen. Das darf nicht vergessen werden. Das kommt hier hinten. So, vielleicht klebe ich sogar die Teile, dass man die nicht verliert. Das wäre echt schade, wenn die da irgendwie rausfallen. Der Körper. Und dann haben wir ihn mit dem kleinen Schwänzchen. Richtig putzig. Die finde ich richtig süß. Mal gucken, ob wir alle drei irgendwie zusammenbekommen. Und wir haben hier noch Bluto. Sehr nice. Wir haben hier noch Bluto. So, die baue ich jetzt nicht alle zusammen. Wie gesagt, es gibt hier nämlich mega viele davon, aber die gibt es wirklich zu mehreren Themen. So, mal gucken, ob heute der Tisch dafür reicht. So, jetzt schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Das fühlt sich an wie ein Kartenspiel. Es ist, oh, sogar von Jurassic Park. Sehr cool. Sehr cool. Es ist ein Kartenspiel. Und das ist von Jurassic World. So. Ja, die ganzen Karten mache ich jetzt erstmal nicht auf. Jurassic World kennt jeder von euch. Karten kennt jeder von euch. Sehr nice. Dann haben wir jetzt schon ganz schön viele Themen hier. Star Wars, Warhammer, Jurassic World, Disney. Mal gucken, was uns hier noch überrascht. Ich muss gerade gucken, wo ich das, glaube ich, Verpackungsmaterial. Was mich hier noch. Da habe ich was. Und wir haben ein. Wow, die sind mega cool. Wie heißen die überhaupt? Battle Dads oder so. Davon gibt es angeblich Actionfiguren, die will ich unbedingt haben. Aber davon gab es damals auf der Super Nintendo ein Spiel. Das war schon ziemlich schwer, habe ich in Erinnerung gehabt. Auf der Xbox habe ich das jetzt zuletzt gespielt gehabt. Ich finde das mega cool, wenn es davon bald Actionfiguren wieder gibt. Dann will ich die auf jeden Fall haben. Limited Edition. Xbox, da unten steht es ja auch, siehst du? Aber damals gab es die auf der, oder gibt es vielleicht immer noch irgendwo zu kaufen, auf der Super Nintendo. Und das war ein mega cooles Spiel. Ich habe das echt, ich habe es selbst nie gehabt, aber ich habe es beim Freund immer gespielt und das hat mega viel Spaß gehabt. Das konnte man zu zweit spielen und so. Mega cool. Sehr nice. Also ich bin jetzt nicht so der Münzen-Fan. Vielleicht fange ich ja irgendwann damit an, wer weiß. Aber die hier finde ich mega cool. Die drei Frösche. Fast wie die vier Turtles. Fast. So, mal gucken, was wir hier noch haben. Ich fühle jetzt hier was Großes. Es ist. Oh, es ist von Revell, ein Star Wars-Raumschiffchen, das wir je von den Jedis, das wir zusammenbauen. Auch von Disney, Maßstab 1 zu 58. Meistens, wenn ich so Sachen zusammen. Oder sogar R2D2. Putzig. Meistens, wenn ich so Sachen baue, also meistens zu ja, Tabletop oder auch Transformers gibt es ja davon. Aber was ich sagen wollte, ist Warhammer-Modelle und so, dann baue ich sie meistens um, dass ich sie ein bisschen individuell gestalte. Also ich halte mich nicht immer eins zu eins an die Anleitung. Ich mache dann zum Beispiel hier einen Teil ab. Dann sieht es aus, als wenn es gerade gekämpft hätte, einen Kampf hatte, Kampfsprung und so. Ich finde, sowas ist für einen Sonntag ideal. Also perfekt für einen Sonntag. Können wir mal gerade reingucken. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon dieses oder ein ähnliches Modell. Also bestimmt gibt es viele, die schon so Modelle zusammengebaut haben. Da braucht man eine Zange, also so eine. Und dann meistens geht es auch ohne, aber dann knipst man halt die Teile raus. Ich benutze keine Ölfarben. Ich grundiere mit einer Spraydose und benutze meinen Pinsel oder eine Airbrush.
Kann man natürlich auch mit Ölfarben, also genau, das sind die Bits-Teile. Und wo ist R2D2? Wo ist der Kleine? Ah, da guckt sein Kopf raus. Ja, putzig. Im Bitsrahmen. Sehr cool. Sehr cool. Von Star Wars habe ich noch keine zusammengebaut. Ich so überlege, oder habe ich mal ein nicht R2D2, ein AT-AT, glaube ich, habe ich einen kleinen mal zusammengebaut. Sehr nice. Gucken wir mal, was uns dann noch alles entgegenkommt. Verpackungsmaterial. Wir bewegen uns auf die nächste Ebene. Es wird immer größer, es wird immer größer. Und wir haben hier. Ach, von Harry Potter. Sehr cool. Weil meine Kette von Harry Potter habe ich nämlich weitergegeben, weil ich einen mega großen Harry Potter-Fan kenne. Und jetzt habe ich die wieder. Sehr cool. Sehr schön. Harry Potter Lichterkette für alle Harry Potter-Fans. Hier wahrscheinlich ein mega Highlight. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, wenn man die mal anschließt. Ich habe zwar kein Foto jetzt davon. Wie gesagt, ich habe die weitergegeben, aber jetzt habe ich sie wieder. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Vielleicht ist hier sogar der Harry Potter Stift. Mal gucken. Hier haben wir noch was Großes. Wir haben eine Star Wars-Figur, den Finn. Oh, ich muss auch kurz mein Mikro machen. Ich glaube in Wackelkopf-Funktion. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, in der Packung ist es ja, aber ich glaube. Wir haben hier eine große. Ist das von der Firma Funko? Ist das Disney steht drauf? Star Wars. Ich glaube das. Doch, hier unten. Da. Von der Firma Funko haben wir jetzt hier so eine große. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch eine Popfigur ist. Oder nennen die sich anders, wenn die eine andere Form haben? Ja, glaube ich nicht. Weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall eine große Star Wars-Figur. Den Finn haben wir hier. Gar nicht mal so schlecht, hä? Zum Aufstellen oder so, neben den Star Wars-Filmen. Macht sich so eine Figur natürlich mega gut. So, ich muss jetzt langsam anfangen zu stapeln. So. Okay, schauen wir mal weiter, was wir haben. Es sind noch einige Sachen. Da hat der Michael hier einiges zusammengepackt. Wir haben hier, oh ja, das ist ja mega cool. Wir haben eine Actionfigur. Ich habe die anderen und zwar bis auf Mickey Mouse habe ich Donald Duck. Ich habe die zwei kleinen Schwarzen und die kleinen Erdmännchen habe ich noch nicht. Aber das ist mega cool. Ich habe das Spiel einmal probiert. Das Spiel ist jetzt nichts für mich. Wie heißt es nochmal? Kingdom Hearts. Ist nicht so meins, muss ich sagen. Ich habe es mal so ein bisschen angespielt. Es sah interessant aus von der Grafik natürlich auch mega gut. Aber die Figuren gefallen mir. Ich habe zuerst die Figuren gesehen, die mir gefallen haben. Und später erstmal das Spiel ausprobiert. Aber das ist nicht meins. Ist es vielleicht schon offen? Nein. Dann lassen wir es erstmal noch geschlossen. Das will ich auf jeden Fall noch aufmachen. Und vielleicht mal meine anderen Figuren dazustellen. Mega cool. Sehr schön. Der sieht auch mega cool aus. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Final Fantasy. Also ich finde auch das Spiel wirklich von der Grafik und so ist nichts zu sagen. Das ist echt mega cool. Und die zwei Kleinen auch mega putzig. Aber nicht so meins, muss ich sagen. Nicht so mein Spiel. Dafür sind die Figuren cool, gell? Eine sehr schöne Box, muss ich sagen. Sehr schöne Box. So, wir haben hier noch was mega Großes. Mal gucken, was das ist. Es ist Night King. Auch eine Special Edition von Game of Thrones. Eine Popfigur. Super epic. Nummer 44. Oh, da gibt es sogar die Drachen. Schaut mal, da gibt es sogar die Drachen. Game of Thrones, Popfigur. Bin jetzt nicht so eine große Popfigur-Fan. Aber ich muss sagen, die Popfiguren von den Details und so, das zeige ich euch gerade mal. Die sehen schon richtig cool aus. Also ich habe schon mittlerweile einige, obwohl ich gar keine haben wollte. Und die sehen wirklich nicht schlecht aus, die Popfiguren. Die sind schon sehr schön gemacht von den Details her. Wenn die sogar noch ein bisschen mehr beweglich wären, wäre das vielleicht auch so voll mein Sammelgebiet. Aber auch für Fotos oder so sehen die schon richtig gut aus. Ja, cool. Da haben wir einiges an Figuren. Ich bin voll der Figuren-Fan. Und hier haben wir echt einiges an Figuren. Sehr schön. Jetzt gucken, dass nichts umkippt.
Also wenn ich mich jetzt schon entscheiden müsste, was so der beste Item hier drin ist, ist das wirklich sehr schwierig, weil klar Warhammer, aber auch Actionfigur, das ist schon mega cool, die Box. Na, da seht ihr mal, was für coole Boxen es gibt. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Buch von Star Wars. Ja, cool. Was? Nee, das ist sogar ein Fotobuch oder was? Notizbuch? Ich weiß es gerade gar nicht. Das sieht ja interessant aus. Was ist denn das? Da kann man ja durchgucken. Vielleicht für einen Stift, aber. Ich glaube, das ist ein Fotobuch. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal auf. Ich will jetzt echt wissen, was das ist. Ups. Also ein Fotobuch wäre auch nicht schlecht. Also was heißt Fotobuch? Ich meine, so ein Buch, wo man Fotos natürlich dann einzeln reinpackt. Das ist auch ganz schön dick. Vielleicht ist es auch nur ein Notizbuch, was auch nicht schlecht ist, weil ich schreibe mir. Oh, das fühlt sich schon mal gut an. Das ist so Kunstleder. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, was das hier genau ist. Da haben wir. Das hier ist drinnen. Oder war hier ein Stift? Oder kann man hier einen Stift dazu kaufen? So ein Füller? Ich weiß es gerade nicht. Aber ja, es ist ein freies Notizbuch. Aber es sieht schon sehr schick aus. Also es sieht so richtig gut aus. Und so sieht das Ganze aus. Schön schwarz, gold, edel. Das hier kommt natürlich weg. Das ist ja nur so eine Plastikhülle hier. Die kommt dann weg. Ich will jetzt noch nichts kaputt reißen. Ja, ein sehr schönes, edles. Huch, da kommt was raus. Entweder ist es für ein Stift oder da war ein Stift oder man kann einen Stift dazu kaufen. Oder ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und wir haben hier P3CO drauf. Das ist auch so drauf, also geklebt, modelliert oder wie auch immer. Ein schickes Buch. Mal gucken, was wir draus machen. Gut, das kippt. Das ist auch schwer. Also, das ist wirklich schwer. Vielleicht so. Okay, dann machen wir mal weiter. Gucken wir, was wir noch haben. Wir haben erstmal Verpackungsmaterial. Hast ja sehr schön eingepackt. Oh, das war's auch. Ja, das war unsere Box. Und was meint ihr? Schöne Box, oder? Ich gehe noch mal einzeln durch. Ich zeige euch jetzt mal alles, was drin war. Also, wir haben eine Actionfigur. Dann haben wir ein kleines Plüschi. Dann haben wir eine Popfigur. Dann haben wir von Jurassic World Karten. Wir haben von Harry Potter eine Lichterkette. Wir haben ein Modell, also Revell, ein Set zum Bauen. Wir haben ein Star Wars Buch. Dann haben wir eine Popfigur von Game of Thrones. Also wir haben hier alle Themen durch. Dann haben wir hier, ich sage jetzt mal, von einem Game. Einem Game. Dann haben wir noch ein Kartenspiel. Wir haben Pins. Wir haben hier Disney-Figürchen. Kleine. Wir haben noch was von Superman. Also DC haben wir auch dabei. Und natürlich. Ja, ich lasse jetzt mal hier die kleinen, weil die muss ich nochmal zusammenstecken. Wir haben natürlich auch Warhammer dabei. Also ihr seht, eine ganze Kiste voll mit lauter coolen Sachen. Und genau, diese kleinen Petutschkas oder wie die heißen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall eine mega coole Box. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt eine Sache wählen müsste, die mega, mega cool ist, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Aber ich würde tatsächlich mich für die Actionfigur entscheiden, weil die ist echt mega cool. Warhammer ist auch cool, aber so eine Actionfigur ist halt schon echt mega geil. Also Michael, vielen lieben Dank für deine Box. Hast du dir wieder mal richtig viel Mühe gegeben. Und ich bin jetzt mit meiner Box dran und ich wirst es nicht glauben, aber ich habe schon letztes Jahr, wie das klingt, das ist ja erst vor ein paar Tagen, habe ich sogar schon angefangen und keine Angst, es wird nichts von Star Wars drin sein. Ich bin mal gespannt, ob die so einigermaßen deinen Geschmack trifft. Und ja, kannst dich freuen. Und wenn ihr wollt, wenn ich es nicht vergesse, haue ich den Link
von Michael unten rein und dann könnt ihr mal schauen und euch auch meine Box mal angucken, was ich so dem Michael jetzt schicke. Ich lasse mir das ein oder andere einfallen oder ihr schaut zu, wie der Michael sein Modell baut. Es sind schon ein paar coole Modelle dabei, die er zusammenbaut. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank und bis zur nächsten Box von Nerd an Nerd. Bis dahin, bye bye.